Hallo alle miteinander und herzlich willkommen auf mein neues Video auf meinem Kanal. Ich bin Jürgen und Diego und heute stelle ich euch ein ganz billiges Gerät vor. Der Danzig Mixture Ruby Hausmarke. Ob mir das Gerät geschmeckt hat und was ich sonst noch dazu sagen kann, seht ihr gleich im Video. Bis gleich. Also, dann fangen wir mal an. Der Danish Mixture Ruby Hausmarke schlägt im Moment mit sagenhaften 5,95 € zu Buche. Für das Geld kriegt ihr 50 Gramm und aromatisiert ist die ganze Geschichte mit Kirscharoma. Früher hat der Tabak Cherry geheißen, aber dank den neuen Gesetzen, ihr wisst ja alle, wo man die ganze Sache verschleiern. Schnuppern wir mal dran, würde ich sagen, oder? Also, drehen wir vorne weg. Wenn ich an den Tabak rieche, ja, dann schmeckt es wirklich nach Kirsch. Tatsächlich. Also, das hat nicht viel mit dem Kirschgeruch zu tun. Das riecht sauer, brutal aufdringlich, so künstlich. Ich weiß, ihr kennt bestimmt alle dieses künstliche, doch schon Kirscharoma, aber dieses künstliche Aroma da, von dem Joghurt, genauso riecht es. Also, ich grad ein oder ander. Der schmeckt selbst der Kirschwasser besser, wie der Scheißdreck da Hanna. Ja, also vom Geruch her, ich grad der Knaller, der ich jetzt behaupte. Dann, wenn wir jetzt mal das Tabakbild auch gut, gell? Also, ich hole mal ein Stück raus. So, schaut die ganze Geschichte aus, wenn sie frisch aus dem Pouch rauskommt, gell? So, da sind wir wieder, gell? Also, ich habe jetzt den Tabak mal in die untersche Hälfte gesteckt. Ist eine Sonderanfertigung von Cleo Pipes von der Tina, ja, eine super selbstgemachte Pfeife. Jetzt probiere ich für euch das Gold da. Und ja. Also, liebe Freunde, seid mir nicht böse. Aber dieser Tabak, ja, ist eine Frechheit in meinen Augen. Der ist so dermaßen zu saussiert und zu aromatisiert, ja. Du hast von der ersten Minute an diesen komplett künstlich penetranten Kirschgeschmack im Maul. Und der ist nicht mal ein guter Kirschgeschmack, ja. Der schmeckt. Säuerlich. Leicht süß. Aber Leute, bitte, seid mir nicht böse. Aber wer das hier raucht, freiwillig, ja? Und ich weiß, ich habe den früher auch geraucht, ja? Weil einfach das Geld für deren Tabak gekriegt haben, ja? In der Not frisst der Teufel fliegt, aber wenn ich das heute rauche, ja? Nachdem wir Leckereien probiert haben, wie von Danpipe oder von McBaren oder Co. Und ich rauche halt diesen Scheiß. Also seid mir nicht böse, ja? Ich will hier keinem auf dem Schlips dabei, wo der Hahn am Mäut, das ist ja guter Tabak und wo den regelmäßig raucht. Ja, die Geschmäcker sind mit Sicherheit unterschiedlich. Da gibt es bestimmt Leute, ja, die hier mega testen. Geht's bestimmt. Wie der Kleinlager Kukumber. Der hat auch seine Fans. Weil wenn sie ihn nicht verkaufen würden, dann würden sie ihn nicht machen. Wobei man natürlich sagen muss, ob der Kleinlager Kukumber jetzt eher ein Gag ist, ein Gagpfeifer-Tabak,
und deswegen produziert wird, damit man kauft und die Dosen rumschickt, weiß ich auch nicht. Ja, kann ich euch jetzt sagen, aber ne, echt nicht. Also da ist nichts an diesem Tabak, ist nichts, ja. Aber auch gar nichts, wo ich sagen könnte, folgt mir, den kaufe ich wieder. Nix. Ja, nix. Also wirklich, wenn ich eine Punktzahl vergeben würde, mache ich ja nicht mehr. 0 Punkte. Minus 1. Ja, also ich finde diesen Tabak absolut unterirdisch. Und er schmeckt nicht. Na, es schmeckt einfach nicht. Und ich weiß nicht, wie man sich sowas freiwillig in die Pfeife stopfen kann. Also Leute, ihr müsst immer sehen, ich schreibe es einmal vor jedes Video, das ist meine eigene persönliche Meinung da, gell? Seid mir nicht böse, aber dieser Tabak, für mich, Finger weg. Der war definitiv das letzte Mal bei mir in der Hand. Ich weiß, was ganz sicher ist. Dieser Pouch, ja, der landet ohne Umwege im Mülleimer. Ich möchte den Tabak nie wieder sehen. Ja, ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Ja, also schmecken tut er mal nicht. Ich mache die Pfeifen jetzt aus. Ich habe jetzt lang genug gelitten, würde ich sagen. Und das war's von mir für heute. Lasst mir gerne ein Abo da, gell? Und ein Like und schreibe doch mal einen Kommentar, ob es wirklich aber geht bei euch, wo das hier bevorzugt. Da ist jeder andere Kirscharomat, den ich bisher probiert habe, besser. Ja? In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Euer Don Diego, bis zum nächsten Mal. Ciao.